Frage ist heute, gibt es so viele, die sagen, sie hätten eine, wie sagt man, eine Nahtoderfahrung gehabt. Ja, durch den Tunnel durch und dann war es Licht und das war der Himmel. Ramenig. Ich kann es euch sagen, ich war ja auch, aber ich war ein 9-jähriger Junge. Ich war kerngesund draus, wo es geschehen ist. Der Tunnel ist nichts anderes, als wenn der Geist und die Seele aus dem Körper, aus diesem, soll ich das sagen, festen Substanz da heraus sich zwängt. Und wenn der draußen ist aus dem Körper, ist hell, ist Licht. Und aus dem Kokon da heraus ist. Das ist so hell, dass viele glauben, sie hätten schon den Himmel gesehen. Ich habe vom Himmel wenig gesehen. Ich habe nur Gott gesehen. Vor Gott, dem Dreifaltigen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und das war für mich der Himmel. Gott anschauen, das ist der Himmel. Selbstverständlich gibt es natürlich das andere, aber wie soll man das erklären? Ich könnte ein Beispiel sagen, so wie es mit der Heiligen gezeigt hat. Nur ein kleines Beispiel, nur ein winziges Pünktlein im Himmel. Da war eine Parklandschaft, wunderschön. Und in der Mitte waren Springen. Die Fontänen hoch, wieder runter. Jeder Tropfen, der runterfällt, hatte einen himmlischen Klang. Das war eine Musik, die wir hier auf der Erde gar nicht verstehen können. Wunderbar. Das ist also nur mal ein Pünktlein davon. Meine inbrünstige Bitte. Schaut man und sagt, wir tun nichts. Ja, wenn ich nicht komme, kann ich auch nichts tun. Ich brauche Ordensschwestern, ich brauche Priester. Momentan habe ich ja zwei Bischöfe, drei respektiv, die gehen durch ganze deutsche Lande, Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, Holland, Österreich, habe ich noch gesagt. Gehen die hin, überall in den kleinen Häusern, wie es anfangs war, als noch die Wanderbischöfe waren früher. Wenn jemand eine Wohnung hat oder ein Zimmer, einen Raum, wo man kann ein paar Leute einladen, sie sind gewollt, gewillt, einer meiner Priester, der Bischöfe zu kommen, zu lehren, zu Sakramente spenden, selbst das eigene Messopfer zu feiern, sogar ich sage ja. Und wir haben momentan, werden unsere Predigten, ich glaube, in 36 Ländern gehört. Aber niemand wagt einen Schritt oder gewisse Sorge. Warum fragt man nicht meine eigenen Priester oder Bischöfe, wie es ist? Ich habe keine hochstudierten Priester. Eine Ausbildung als Priester ist in erster Linie nicht das Hirn vollstopfen, sondern das Herz. Gott braucht das Herz. Verstand hat er genug, oder? Blöde zu sagen.
aber auch das Herz. Die Gefahr ist, wenn man natürlich in ein Priesterseminar geht, dann wird da hineingepfercht, so viel es möglich ist. Und dann kommt sie heraus und sagt, ich weiß. Aber hier muss ich immer offen haben. Herr, gib mir ins Herz hinein. Thomas von Aquin, der Kirchenlehrer, großer Heilige, was sagt er im Sterbebett? Ich habe nur Stroh gedroschen. Ich würde sagen, ich stimmt nicht, aber die Demut bei ihm. Nur was da herauskommt, kann jemand predigen, holen. Es wäre leicht, ganz sicher wäre sehr leicht, besser zu predigen als ich. Das könnten noch viele andere auch. Noch viel besser. Aber es kommt ja nicht auf an. Es kommt nur auf eines darauf an. Kommt es da heraus? Wenn es da herauskommt, dann tut es wohl die Geister begeistern. Aber es wirkt nichts. Hier ist der Boden. Das Herz ist gut. Der Same muss ins Herz hinein, nicht ins Hirn. Ich tue jetzt nicht bei euch, ich will nicht vergessen, ich rede für 36 Länder. Bei mir können junge Menschen mal herkommen. Sie können eine Woche, zwei oder vielleicht sogar drei Wochen mal hier mitmachen, hier sein, das ansehen, ob ja oder nein, ob das was wäre. Und wenn sie nicht, dann können sie wieder gehen. Ich werde dann schon merken, ja oder nein. Aber jeder hat einen freien Willen und das achtet Gott. Mama viel mehr, als ich eigentlich möchte. Wollte. Der freie Wille ist bei Gott. Beinahe, ich habe uns immer mal gesagt, das ist ein Gnade für ihr Gesetz. Die Priester brauchen keine Schulbank bei mir. Ich denke, immer das Beste haben sie immer Gott selber gemacht, der Heiland. Wie hatte der Apostel gelehrt in einer Schule? Nein. Im Herumgehen mit den Leuten sich bekehren, daran haben die Apostel gelernt, wie er diese Sachen nimmt, wie er dies tut und dies. Und dann sind sie nachher dann hinausgegangen und versucht, dasselbe zu tun. So gelehrt werden. Sicher, es braucht eine gewisse Ordnung, das ist logisch. Aber auch hier, hat die Schwestern Geistliche? Warum fragt ihr die nicht? Die wissen es doch. Warum urteilt man, wenn man einen Computer Schwerbischof eingibt? Das ist ja klar. Das gibt mir sogar die Sicherheit. Wenn ich von Gott bestimmt bin und ich von Gott das tue, dann muss ich Feindschaft haben. Dann muss gegen mich geredet werden, bösartig. Es kann dem Jünger nicht besser gehen als dem Meister. Die Schlimmsten waren die Hohepriester. Schaut einmal, ich will ja nichts anderes. Ich will nur das Hauptgebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, aus deinem Herzen. Nein, er hat gesagt, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, deinem ganzen Gemüte und mit all deinen Kräften. Das ist das erste Gebot. Dann gibt es ein zweites, das ist eben ebenbürtig. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das sieht man jetzt in
Dem Krieg da draußen. Das ist Mord. Ja, was Putin tut, ist Mord. Aber der Westen ist daran schuld. Er hat diesen Bären so lange attackiert. Ich habe das schon vor Jahren gewarnt. Hört endlich auf damit. Ansonsten schlägt er zu. Ich möchte wieder sehen, dass die Priester im Altar, wenn sie die Wandlungsworte gesprochen haben, dass sie wissen, dass sie jetzt den Heiland in der Hand haben. Denn es gibt nichts so Liebevolleres als der Heiland. Und doch so Machtvolles, Gewaltiges in der kleinen Hostie. Siehst du, der Priester weiß, dass er jetzt auch in dem Wissen das Kleine ist und das Große. Er ist das, der gewaltige Gott, er ist aber auch das Kind in Bethlehem da drin. Und schau mal ihm auf die Finger, das sage ich ja immer wieder. Schau mal auf die Finger, er kann ja erzählen, dann hochnehmen und so. Ah, dann sehe ich ihn da. Und dann. Das ist der Moment. Das ist der Moment, wo sie sich den Puppen und das Fahrzeug, das Christkind ist, wo. Ja. Ich leide darunter, dass Gott allein weiß es wie, dass es in den Altären so lieblos behandelt wird. Nicht der Christ, und gerade von den Priestern erwartet er eine absolute Liebe. Aber eben, wir sind immer die Klugen, wenn ich denke, im Vatikan jetzt wieder, ich kenne den Vatikan, ich war selber über 2 Jahre im Vatikan. Jetzt machen sie mit dem Bischof, und sie machen jetzt zusammen den Lehrer, die machen all das, und da haben sie wieder Hochstudierte. Immer die Hochstudierten werden geholt, was sie da drin haben, aber nicht da. Der Heilige Geist sitzt hier. Wie wünsche ich doch, dass man jeden Menschen erfahren kann, was eine Liebe für Gott, dann kann es Krottenagel, oder was soll ich sagen, es kann das Allerschlimmste passieren, was es ist, wenn du und die Berge stürzen und alles, aber wenn du die Liebe hast, was kann dir denn da passieren? Dann der andere zu mir, ja, sterben, sage ich, ja, wo bist du dann, wenn du recht gelebt hast? Das ist ja jede Hölle gegenüber dem Himmel. Ich appelliere noch einmal, bitte, ihr Jungen, egal, ob ihr jetzt meint, ihr seid zu wenig gescheit, das habe ich auch gedacht. Besucht mal. Meldet euch an, ihr. Schreibt. Die Adresse ist ja überall vorhanden, oder? Wenn ich gerade so sagen kann, schreibt mir meine Sekretärin an Schwester Gabriela. Und wenn ihr es besuchen wollt, dann bitte herzlich willkommen. Ich glaube, ich bin nicht streng, oder? Schwester. Also, glückselig, wer jetzt an mir keinen Anstoß nimmt.